Ja, wie soll ich jetzt sagen, alltäglich. Aber ich denke, da ist was drin. So. Halten wir mal die Klappe und gucken, was jetzt passiert. Wenn was passiert. Oder auch nicht. Wer weiß das schon. Yeah! So, Leute. Also, natürlich lernen wir die Punktzahl nicht hoch. Das mache ich irgendwann in den Ferien mal. Wenn ich dieses Spiel vor den Ferien noch fertig kriege, dann werde ich auf jeden Fall auf Highscore ja gehen. Aber, das werde ich noch nicht hochladen. Ja. Ich schätze mal, das nächste gucken wir uns noch an und dann schneide ich kurz und dann geht's weiter. It's infested with enemies, but it's the only road to Mount Fuji. You couldn't have teleported us somewhere a little cooler? Don't be such a baby. This guy looks pretty comfortable. Hey, where's my alien donkey? Okay, then. I guess that's my ride. All this trouble for two kids, I tell ya. Huh? There he is! Ja, interessant, ne? Jetzt haben wir hier unseren Mobbit geklaut. Auch nicht schlecht. Wollte ich schon immer mal haben. Hat schon also so seinen Style, aber ja. Weiß noch nicht ganz, was ich jetzt damit machen soll. Das weiß ich eigentlich nie in diesem Spiel, was man jetzt so genau damit alles machen soll. Ja, wieso? Gut, das musste jetzt einfach mal sein. Ich bin immer nicht so sicher, wo ich jetzt eigentlich hinschießen soll. Wer meine Gegner sind, wen ich abschießen soll. Drrr, die sind gut für die Combo, das ist klar. Combo-Gegner gibt's nicht allzu oft und da ist er hier wirklich im Vorteil. Für alles andere würde ich euch wirklich die Kaji ans Herz legen. Wenn ihr dieses Spiel selber mal besitzen wollt oder sollt oder keine Ahnung. Hä? Ja, dann empfehle ich euch, ehrlich gesagt. Also ich würde euch, ihr müsst es auf einer Seite auch selber herausfinden, aber ich bin ehrlich gesagt jetzt jemand, der euch Kachi wirklich empfehlen würde, denn sie macht es euch in vielen Teilen des Spiels einfacher. Gerade hier ist, denke ich, Kachi auf jeden Fall im Vorteil. Weil man muss sich nicht damit rumschlagen, dass man jetzt hier doofe Gegner hat, auf die man, ja, ne? Reden und so fail. Man ist auf jeden Fall nicht so abgelenkt mit Zielen und Schießen manchmal. Es ist einfach vorteilhafter. Würde ich jetzt sagen, so spontan. Und das mit Issa, da muss man sich immer erst an den Gegner anpassen, wie der so drauf ist. Also wenn der so drauf ist wie der, dann stirbt man mit Issa eigentlich prinzipiell einmal. Um auf Highscore-Jagd zu gehen, ist Issa aber, denke ich, auf jeden Fall im Vorteil, denn der hat einfach für das Kombosystem das bessere Zielsystem.
Aber für einmal durchkommen und mal die Bossgegner sehen, da ist sie auf jeden Fall, ne? Schön. So viel zu einmal durchkommen. Es war ja knapp. Die Miezekatze war ja schon so gut wie tot. Aber es musste ja so kommen, wie es kommen musste. Ich musste sterben. Und wenn das so weitergeht, dann werdet ihr mich irgendwann in diesem Spiel auch noch schreien hören. Ihr könnt euch drauf verlassen. Aber ich habe jetzt zumindest mal langsam aber sicher verstanden, wie dieser Gegner vielleicht funktioniert. Boah, bin ich jetzt ausgewichen oder... Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nicht mein Skill. Ich wurde, glaube ich, getroffen. Oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, ich weiche immer in die Krallen aus. Ich bin nicht so jemand, der ausweicht, wo es Sinn ergibt. Ich weiche eher dahin aus, wo es nicht so viel Sinn ergibt. Oder ich weiche gar nicht aus. Ja, lass mich einfach von allem treffen. Ich meine, das hat auch was. Warum... Es ist so witzlos. Warum? Oh, Alter. Nee, Mann, komm. Man hat dann auch noch wieder neue Special-Formen, die der Gegner auf einmal annimmt. Und man weiß nicht, wann diese Attacke dann wirklich bereit ist. Ach, das ist so toll. Er macht so ein Spaß, das Spiel. Ja, Katzen töten ist aber auch was absolut Schönes. Kann ich nur jedem empfehlen, der eine Katze zu Hause hat. Katzen töten für Katzenliebhaber ist auf jeden Fall lustig. Ja, oder auch nicht. Egal, umbringen. Nein, nein, wieso? Warum kann ich ihn nicht töten? Ich muss ihn nur töten. Autsch. Ah! Gott sei Dank. Mein Gott, das war jetzt aber wirklich Rettung in allerletzter Eisenbahnnot. Wo kommen solche Viecher eigentlich her? Mal ganz ehrlich. Wo gibt's sowas zu kaufen? Warum gibt's kein neues Leben mal im Angebot? Ich meine, wäre alles ganz nett, wenn einfach mal so ein Leben so mal für die 9 Tage hier, ich meine... Man weiß gar nicht, welchen Gegner man zuerst ausweichen soll, ob man jetzt hier auf die Combo achten soll oder ob man auf die Gegner schießen soll, die hier einfach immer auf einen selber schießen. Man würde gern seine Combo erhöhen, aber man muss auf so viele Gegner schießen, weil so viele Gegner hier meinen, sie sind lustig und können um dich rumfliegen. Hahaha, voll witzig und so, ne? Ja. Ich habe aber das Gefühl, ich stelle mich gar nicht so blöd an. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin nicht gut hier dabei. Oder auch mal nicht. Also ich... Wow. Ja. Gut, die Minen sind doof. Und ich bin schon wieder tot. Ja, das ist der Lauf des Spiels, glaube ich. Es muss einfach so kommen. Ich muss einfach sterben. Und diese Katze, ja, ich glaube, wir werden sie wiedersehen, oder? Ne? Also da bin ich mir fast sicher, dass wir die nochmal sehen werden. Die hat uns, glaube ich, schon ins Herz geschlossen mit ihren, ja, Bomben und Explosionen. Also ich fand auf jeden Fall das letzte Level mit dem Wald irgendwie schöner, ganz ehrlich. Also das hatte irgendwie mehr sowas für mich. Da konnte man, boah, das war nicht so viel Bumm und so viel Krach und so viel und Brach und Drrr. Es fliegt einfach viel zu viel in die Luft. Ach Gott. Aber, ja, was gibt's über mich heute zu sagen? Ich, ja, hab heute... Also, manche werden sich an den Kopf langen, manche werden sagen, ach, ist das geil, du machst ja genau dieselbe Scheiße wie ich. Ich war heute in der Schule und habe einfach mal eine Flasche Jackie dabei gehabt. Ich meine, heute ist der letzte Schultag in Bayern gewesen. Ja, bei euch vielleicht nicht, weil ihr gestern schon schulfrei bekommen habt. Ja, ich komme aus Bayern, tut mir leid, da ist das einfach so... dass man hier nicht schon am, ja, was weiß ich, denn frei hat. Wir haben halt erst da frei. Und ja, keine Ahnung. In Bayern muss man sich damit abfinden. Wir haben halt ein Bildungssystem, das ja sehr viele Schultage irgendwie ja, vorgibt. Warum auch immer, wieso nicht. Prinzipiell ist da ja nichts Schlechtes dabei. Drrr.
Ja, was ist das für Eier, Mann? Ach so, jetzt. Nee, ich hasse dieses Side-Scrolling-Action. Da, ich bin wirklich, also das ist das Schlimmste in diesem Spiel für mich. Ich mag diese Parts überhaupt nicht. Ja, das ist schon besser. Wow. Mein Gott, wir jagen hier alles in die Luft. Das ist ja wirklich. Boom. Töten Menschen, töten Menschen. Oh, endlich wieder auf der Straße. Nein, kein Side-Scrolling. Bitte nicht. Oh nee, ich hasse das. Da kann man Sachen so schlecht ausweichen. Oh nee, bitte nicht. Komm. Oh, halt's Maul, ey. Ich weich eigentlich gar nicht gezielt aus. Ich drück einfach die Taste. Das scheint mir sinnvoller zu sein als hier. Es bringt auch nichts, hier den aufgeladenen Schuss zu machen, gefühlt, denn ich werde. Oh, Gott sei Dank. Hätten wir das auch geschafft, das läuft ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und welcher Witzbold hat hier wieder seinen Weg zu uns gefunden? Es ist der fliegende Papageiendrache mit ein paar Skelettflügeln, ne? Jetzt weiß sie Bescheid. Hä? Okay, wir haben 70 Leben und er macht einfach mal hier Arktos-mäßig Aurora-Strahl. Ja, wir haben den Vogel getroffen. Und wenn wir ihn jetzt auch noch im Bild hätten, dann könnten wir. Das Problem ist, ich kann überhaupt nicht ausweichen. Also gefühlt. Ja. Ich kann auch nicht ausweichen. Also ausweichen ist ganz schlecht. Eigentlich ist der Kampf. Die Kämpfe sind meistens gar nicht so schwer, aber das Hauptproblem ist, dass die Gegner wirklich assig sind. Und. Aber mit dieser One-Sum-Attacke kann man meistens immer noch ganz gut den Gegnern ihren Mega-Attacken noch abbremsen und so, ne? Boah. Gut, also ihr seht, es ist bei mir im Moment wirklich am Limit. Und solange diese Super-Attacke immer ausverkauft ist, boah, gut. Wir haben einen Commander geschafft, ohne zu sterben und sind noch am Leben und das Level geht wahrscheinlich weiter. Ja, super. Das freut uns natürlich so irgendwie gar nicht, aber okay. Wir haben ein Leben bekommen, das ist auch nicht schlecht. Der nervt. Weg damit. Ey Mann, nerv mich nicht. Boah, Entschuldigung. Reflex und. Ja, wenigstens haben wir den jetzt mal losgebracht. Jetzt habe ich doch gerade so gut Leben aufgetan. Ah! Mann! Der Nerv. Hey! Scheiße nochmal! Kann man diese Wichser mal... Ah, stirb einfach. Ich hasse diese Gegner. Ja, und wieder mal der Riesenwurm. Ich glaube, es wird hier bei sich eher um den... Ach, nö. Hierbei handelt es sich wohl eher um den Endboss. Also, ich dachte ja erst, dass es dieser nette kleine Katzenkater... Ach du Dreck. Ja, klar, wir kämpfen gegen Riesenwürmer, weil die sind ja so nett und so voll toll und... Die wollen uns nur essen, aber wir haben nichts Besseres zu tun als hier. Warum kann ich jetzt nicht mehr ausweichen? Ach du Dreck. Hä? Wo sind wir? Ach du. Sorry, Leute. Aber. Ach, das ist in. Ach ja, wir legen uns nur mit der ganzen Welt an, weil wir so korrekt cool sind. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als gegen eine ganze Armee von Flugzeugen zu kämpfen. Weil wir haben eine super kleine Handfeuerwaffe, die alles in die Luft jagen kann. Aber das interessiert natürlich keine. Wow. Ach du, es hat irgendwie was von Sonic und die geheimen Ringe gerade. Ja. Hat auch was von Zoid geht in die Luft gerade. Ja. Ist nicht so mein Lieblingsspiel, das Zoid geht in die Luft gerade, aber hat auch was, ne? Gut, ja. Machen wir weiter. Ich weiß nicht so recht.
bin mir da jetzt nicht ganz so schlüssig drüber. Ja, sind wir jetzt wieder... Ach, super. Wenn wieder diese Idioten da sind, dann kann ich ehrlich gesagt keine... Das war sehr gut. Das war nicht so gut. Diese Wichser loszukriegen, das ist eigentlich das Wichtigste. Irgendwie seine Super-Attacke hochkriegen, bevor er das tut, und ja, er tut es trotzdem. Ja, schön. Tut mir leid, nicht manchmal wieder Schweigepassagen dann mit reinbringen, aber es ist so frustrierend einfach. Wenn man immer wieder dieselbe Scheiße da hat. Ach, so würde das gehen. Na, das ist ja interessant. Gut. Jetzt müssen wir uns durch diesen Part hier noch irgendwie boxen. Sprich, wir schießen kleine Mehlwürmer ab und lassen uns nicht von ihnen fressen. Indem wir richtig reagieren, nicht so falsch wie ich. Ich weich ja aus, aber es funktioniert manchmal nicht. Das ist einfach nur unfair. Ich meine, ach, egal. Wir machen einfach die ganze Air Force der Welt kaputt. Ich meine, wir sind halt jemand, der eine kleine Waffe hat und der kann das auch. Deswegen jagen wir einfach mal die gesamte Air Force in die Luft, denn wir haben eine kleine super Pistole, die Bumm macht, und das macht Bumm, und alles, was Bumm macht, das geht in die Luft, und Flugzeuge machen Bumm, und deswegen gehen sie in die Luft, und ja. Ne? Hasse, weiße Bescheid. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie man hier diesen Teil ausweicht. Wie soll man denn, tut mir leid, aber wie soll man da denn durchkommen? Das geht doch gar nicht. Also, man merke, oder man nehme, Skill von Skillhausen. Hahaha, Wortwitz. Und so. Ja, das ist gut, dass der schon mal weg ist, und jetzt kommen wir zu dem. Ja, kaputt. Oder auch nicht. Wieso ist er noch da? Weil er ein Arschgesicht ist. Gut. Haben wir den auch erledigt. Drrrr. Ja, und dann haben wir wieder einen kaputt gemacht. Eigentlich ist es so einfach, so simpel. Aber, ja. Ich will das Einfache und Simple einfach nicht verstehen. Denn es ist zu simpel einfach. Ja, so ist es einfach. Ach so, jetzt ist das wieder so ein Witzbold hier. Komm, geh, fischen. Boom! Drrr. Jagen wir den Tank in die Luft, denn es macht Spaß, die ganze Wüste in die Luft zu jagen. Ich verstehe das mit dem Ausweichen hier noch nicht so ganz. Aber ich werde natürlich versuchen, das möglichst hier gut hinzukriegen. Ja, man kann nicht springen, man kann... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich komme hier nicht unter einer guten... Also, ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, wie ich das hier besser machen kann. Aber wir jagen immerhin die Air Force in die Luft. Das ist so das Highlight hier, dass wir immerhin die gesamte Luftwaffe in die Luft jagen dürfen. Hat was von, Tod und Zerstörung. Aber bringt nichts. Bringt, also, ich wüsste echt nicht, wie ich da durchkommen soll. Ja. So viel zu Tod und Zerstörung. Wir fangen wieder von vorne an. Es ist ein ganz normaler Tag im Leben von Zeus. Er stirbt bei Sin and Punishment. Und langsam aber sicher ist dieses Spiel an einen Punkt gekommen, wo es mich tatsächlich aufhört. Ja, das kann durchaus mal passieren.
Denn ich bin nicht immer so der Typ, der sich ewig lang von einem Spiel hier verarschen lässt. Und Sin and Punishment ist gerade an einem Punkt angelangt, wo ich so richtig sauer werde. Und ich hoffe jetzt, dass diese Maschine sich mal verabschiedet, denn wir werden schon wieder von allen möglichen getroffen, nur nicht von dem. Ach, verdammte Scheiße. Immerhin, wir haben den richtigen erwischt. Der macht auch gleich Hauer, Hauer und Bye Bye und Ciao, Ciao. Eine Rakete hat uns nur knapp verfehlt, aber egal. Muss ja nicht alles Sinn ergeben. Diese Maschinen haben eigentlich nur einen einzigen Störfaktor, sie nerven. Und Maschinen, die nerven, die nerven. Und wenn Maschinen nerven, dann nerven die, weißt du? Gut, dann jagen wir das eben so in die Luft. Hätten wir das auch geklärt. Und nun versuchen wir mal, ohne großartig getroffen zu werden, durch die Wüste zu sliden, wenn es denn möglich ist. Ich konzentriere mich jetzt hier voll aufs Ausweichen, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Denn diese Viecher haben eine komische, also es ist absolut komisch, diesen Viechern auszuweichen. Absolut unmöglich, will ich nicht behaupten, aber wir haben immerhin diesmal 35. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie mit 5 Leben zum nächsten Speicherpunkt, damit wir dann wieder 100 Leben haben und dieses Level irgendwann mal schaffen. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie ich das, wenn ich alleine spiele, mal ohne euch hier und ohne die ganze Zeit zu reden, besser machen sollte. Also, durch den Part da hinten zu kommen, das hier ist ja ganz einfach. Hier macht man einfach bam, 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 bam und bum, 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 bum. Aber hier, das ist dann, das hat dann schon was von, ja, unmachbar. Für mich wieder mal. Bis hierhin, fair. Ja, jetzt habe ich den Ausweichknopf nicht gefunden, das ist natürlich nicht so gut. Ja, ey, wieso komme ich jetzt da durch? Ja, okay, jetzt weichen wir noch Tornados aus, hat auch was Schönes. Sehen ein bisschen, also ich glaube auf YouTube wird das so richtig scheiße aussehen, diese Tornados. Ja, wird langsam mal Zeit. Und unsere Katze lässt sie wieder blicken. Wer hätte das gedacht? Blödes Drecksvieh. Ja, also ich entwickle mich in diesem... Ach so. Transformers Fusion! Alter, halt doch die Fresse, ey. Das ist doch echt witzlos, sowas.